herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Und jetzt bin ich mal gespannt, was die hier wollen. Jetzt hat er doch wieder einen Traktor genommen. Nicht rein. So, ja, heute steht das Gespräch an der Agrargenossenschaft. Bin ich mal gespannt, was hier denn nur. Also, danke, Helga. Herr Varona? Ja. Ich müsste Sie einmal während des Unfalls, wegen des Unfalls sprechen. Ja, ich setze mich gerade hin und zuzel meine Weißwurst, ne? Ja, ich brauche nämlich die Aussage von Ihnen. Ja, können sich Sie da der nicht Unfall einen Termin machen? Zugetragen hat. Nein, das muss jetzt sein. Finde ich aber schlecht. Ich habe nämlich jetzt einen anderen Termin. Das ist mir leider gerade egal. Sie wollen auch, ja, dass der mir Fall auch, geklärt aber. Wird. Weil es geht um die Reparaturkosten der Fahrzeuge. Um welchen Unfall geht's denn überhaupt? Der hier vorne. Tatra gegen Xerion. Ja, dann haben Sie ja doch die Antwort gerade schon geliefert. Tatra gegen Xerion, nicht Xerion gegen Ja, ich möchte Tatra. aber trotzdem Ihre Sicht der Dinge haben. Ja, da war Dreck auf der Straße, ich konnte nicht bremsen. Der kam mit über 50 km/h in der 50er-Zone von rechts und dann hat's geknallt. Haben Sie denn auch nach links und rechts geguckt? Natürlich. Geblinkt? Soweit ich weiß schon. Also kurz gefasst, es war Dreck auf der Straße und Sie sind gerutscht, ja? Ja, und der LKW kam mit mehr als 50 km/h, mit der überhöhter Geschwindigkeit von rechts, in der 50er-Zone. Das schreibe ich mir einmal auf. Ja, toll. Jetzt ist meine Weißwurst kalt. Helga, kannst du die nochmal ins Wasser schmeißen? Moment, ich bringe sie dir. Bitteschön. Prosit. Jetzt ist der Diesel abgehauen. Sind Sie fertig oder brauchen Sie das? Ja, das war's soweit. Ich habe soweit nichts mehr. Ja, danke. Sie wissen nicht zufällig, wo der Diesel gerade hingefahren Bier. Ist? Gutes Bier. Der LKW steht hier. Traktor steht da drüben. Der kann. Da steht er. Ach, da Guten steht Tag. Er. Ach, Herr Diesel. Servus. Ja, Herr Jäger. Ich hätte gerne noch einmal 200 Euro von Ihnen. Danke. Warum das? Weil Sie vorher nicht geblinkt haben. Ich hab wohl geblinkt. Sie haben vorher nicht geblinkt. Ich hab geblinkt. Einfahrt zum Händler haben Sie nicht geblinkt. Ich hab's gesehen. Hab ich wohl geblinkt. Ich stand hinter Ihnen. Sie haben nicht geblinkt, als Sie rechts eingebogen putzen sind. Putzen Sie mal die Brille. Ich stand genau hinter Ihnen. Die Diskussion hatten wir vorhin schon mal. Sie haben nicht geblinkt, das macht 200. Ich hab wohl geblinkt. Oh mein Gott. Insgesamt. Das macht 200. Ja, wozu soll ich denn bezahlen? Ich hab geblinkt. Sie haben nicht geblinkt. Ich hab wohl geblinkt. Sie haben nicht geblinkt. Ich hab geblinkt. Sie haben Sie wissen doch ganz genau, Sie wissen ganz genau, dass an der Seemaschine das Blinklicht sehr klein ist. Da müssen Sie mal ganz genau hingucken. Sie haben nicht geblinkt, genauso wie Sie vorhin auch falsch geblinkt haben zum rechts ranfahren. Aber nicht den Warnblick fahren, sondern mit rechts ab. Herr Müller, Sie fahren doch weiter vorne. Sie konnten es doch gar nicht sehen. Nein, ich kenne aber die Seemaschine, dass die einen sehr kleinen Blinker hat. Ich kenne die auch. Ein Kollege von mir hat sie auch. Trotzdem, das macht 200, Herr Diesel. Ja, ich werde garantiert nichts bezahlen. Ich habe geblinkt und habe mir das Basta. Wir können es auch gerne per Einzug machen. Wollen Sie es wirklich alles übers Gericht haben, dass wir das einziehen müssen? Ich erinnere Sie nur an die
Strafe vom letzten Mal. Ich habe geblinkt und damit ist basta. Wir können es auch gerne offiziell machen. Diesel, mach hin, ey. Hab keine Zeit. Mit Richter und alles drum und dann. Ja, komm, hier, wissen Sie was, stecken Sie sich da in die Haare, fertig. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenso. Und nächstes Mal blinken, ja? Ich hab so geblinkt und damit ist Ruhe. Hi, Helga, gib mir mal eine Pepsi Max. Hier. Danke. Was fährt denn der Kottes da immer mit? Das weiß ich. Das ist mir ein bisschen suspekt hier. Neuer Spitzel oder was? So, also Leute. Wie geht's euch? Ja, ganz gut. Ganz gut. So, hat man gerade gemerkt, ne? Ey, der regt sich auf. Ich habe geblinkt. Der weiß ganz genau, dass die Seemaschine einen kleinen Blinker hat. Statt dass man genauer hinguckt, nein, direkt 200 Euro abknüpfen. Ja, so sind die korrupten Polizisten. Darum heißt es, sonst hätte er ja wohl schlecht hier den Namen Jägerschnitzel weg, oder? Nee, du Windis, hat dich überhaupt vorhin einmal angehalten. Was ist mit MAN? Nee, der Wind wurde vorhin angehalten. In dem Moment bin ich mit leichter, überhöhter Geschwindigkeit an ihm vorbeigefahren. Ja, statt dass du mit 50 rumdonnerst, donnerst du nur mit 80 rum. Mit deinem Fendt. Mit dem Fendt, der 80 fährt, also du träumst ja wohl auch. Nein, nee, der Tacho-Nadel war für 80. Statt auf 153. Bergrunter hin, Windschatten vom LKW, ne? Was? Ich hatte niemanden vor mir, niemanden hinter mir. Naja, solange es keinen juckt. Aber deshalb sind wir nicht zusammengekommen. Ich wollte mal wissen, wie euer Stand ist so bezüglich Agrargenossenschaft, ob es bei euch produktive Fortschritte gibt, ob ihr einen Erfolg davon seht oder ob ihr sagt, es lohnt sich eigentlich gar nicht. Also ich sag, das lohnt sich noch definitiv weiterzumachen. Nur halt das Problem ist, wir kommen halt sehr, sehr wenig mit den Feldern voran. Ja. Feldwirtschaft hängt ab und zu mal steht ab und zu mal still. Ja, und das dürfte eigentlich nicht sein. Richtig. Das sehe ich auch als Problem. Weil die Pflaume hier beschäftigt sich momentan mehr mit den Schafen, als wie mit bei den Feldern zu helfen. Da gibt's ja denn so viel zu tun. Momentan klingen die Schafe sehr dolle. Könnt ihr auch mal vielleicht einen Monat den Hof da oben machen? Wenn ihr euch um die Produktion kümmert, dann mache ich das gern mal. Ich habe gesagt, ich werde die Felder machen, du kümmerst dich um die Produktionen. Er eigentlich auch mit um die Felder, Herr Müller. So, wenn ich schon 12 Paletten mit da oben stehen habe, die muss ich auch irgendwann mal verladen. Weil das ist ja auch bloß totes Kapital, was auf dem Hof ist. Ja, statt dass du die ja, da in deinen. Du hast ja auch so Unterstände. Statt dass du die erstmal da unterlagerst, bis du eine Menge hast und die dann wegfährst, ja, dann machst du ein bisschen mehr Gewinn, als wenn du 12 wegbringst. Das mache ich doch. Was machst du denn? Weißt du, wie voll der Anhänger mit 12 ist? Hallo. Hörst du eigentlich auch mal zu, statt dass du ein bisschen mehr auf Lager hast, dann später, damit du. Wenn du die Produktion dann hast, die Weberei, dann kannst du direkt erstmal großen Schwung da reinscheppern. Bloß ohne Geld kriege ich diese Produktion nicht. Ja, trotzdem kann man die auch erstmal noch ein bisschen mehr verlagern. Was machst du im Moment mit der Wolle? Verkaufen fahren. Gut, ist der Preis gut? Momentan steht er auf... Moment. 1092 Euro. Jo. Das ist schon relativ sehr gut. Ist das so? Ich kenne mich da nicht aus. Ich kenne nur. Ja, das ist schon relativ sehr gut. Ich krieg zwar für zum Beispiel für die Hosen, Jacken und Zwangsjacke, die ich dann herstellen würde, über 500 im Moment mehr. Aber die Produktion habe ich ja noch nicht. Ja, hast du den Weber? Ne, Weber habe ich ja noch nicht. Okay, wie läuft's mit den Kreditrückzahlungen? Ich bin schon unter 200.000. Von 300.000 von vor 2 Monaten. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Ja, und ich stehe jetzt von 1,5 Mille stehe ich schon bei knappe 600.000. Ist
auch ein Fortschritt. Bei dir kam das, glaube ich, viel durch Todeskapital, was Maschinen anging, glaube ich, ja. Richtig. Okay. Ja, ich liege auch noch bei knapp. Ich bin, glaube ich, unter 500.000 inzwischen. Wenn man das so zusammenrechnet, hätten wir einen Kredit insgesamt von auch knappe 1,5 Millionen oder mehr. Na, ich habe noch 181.000, habe ich insgesamt. Okay. Also wir müssen definitiv gucken, dass die Felder immer laufen. Also die Felder müssen Priorität haben. Und dann würde ich fast sagen, dann stehen die Paletten halt einer, zwei, drei Tage länger, deine Wolle. Aber die Felder, die müssen laufen. Und solange die wachsen, solange kann man sich um die Tiere und Produktion kümmern. Also so sollte man das angehen. Und wenn man die Paletten oben mal verschieben muss, weil da zu viel rauskommt, dann wie viele Schafe hast du denn? 70. Und wie viel werfen die so ab? Schon einiges. An einem Tag kriege ich schon so circa 6 Paletten raus pro Tag. Das heißt, du musst eigentlich jeden Tag einmal hochfahren? Mindestens. So alle Woche mindestens einmal. Das ist halt ein bisschen ungeschickt, rein von der Logistik her. Weil so oft muss man eigentlich nicht da hoch. Also du bist halt ab vom Schuss, ja, das will ich damit sagen. Ich gerade sagen, wir liegen alle weiter hier unten und du bist der Einzige, der da ganz oben sitzt. Nee, das wusste man aber von Anfang an. Mhm. Die Frage ist nur, wie man das logistisch lösen. Ob man nicht einfach sagen, okay, jeden Freitag wird hochgefahren oder jeden Sonntag oder jeden Montag wird einmal hochgefahren. Man macht den Platz frei und das war's. Ja, ich würde eher sagen, der Rest der Woche laufen die Paletten halt voll. Ja. Weil es geht halt jedes Mal, wie lange brauchst du da hoch? Ja, schon so gute 20 Minuten von ganz unten her. 20, ja, halbe Stunde. Und das ist halt Zeitverlust. Ja. Also wenn man sagt, man macht einmal einen Tag, man lässt, hast du oben irgendwas stehen, womit du die Paletten hin und her fahren kannst? Nee, gell? Das Einzige, was ich habe, ist mein Strautmann-Anhänger, aber dafür müsste ich Paletten jedes Mal Bordwände runternehmen, dafür müsste ich erst wieder nach hier unten fahren. Nee, mir geht es ja nur darum, dass du oben ein Gefährt hast, womit du die Paletten auf die Seite stellen kannst. Das hätte ich. Und zwar, da habe ich noch die zwei alten Traktoren, die ich noch oben habe. Ja, das ist schon mal gut. Ein Auto haben wir aber alle nicht, ne? Nein. Hast du eins? Nein. Stefan. Nein. Dann würde ich eigentlich vorschlagen, dann würden wir zusammenlegen und dann einen Firmenwagen holen. Ja, ich wollte sowieso noch ein Fahrschulauto kaufen. Wollte ich gerade sagen, das Fahrschulauto, dann hatten wir das nämlich auch schon direkt im Sack, weißt du? Weil dann kannst du mit dem Auto jedes Mal hochfahren, Stefan, damit bist du ordentlich schnell unterwegs. Ja. Und dann suchst du dir einen Tag aus, entweder direkt montags, was am besten wäre, und dann immer in dem Rhythmus. Okay, könnte man machen. Einfach mal so einen Monat lang probieren, testen, ob das hinhaut. Jo, das können wir mal machen. So. Und jetzt, als kleinen Anreiz, bitteschön, Stefan. Ui, danke. Und hier Diesel. Dankeschön. Aber jetzt Attacke, Leute. Ja. Was willst du gleich auf deinem Feld drauf haben? Ja, Weizen. Warte, du machst Weizen? Nee, ich mach Soja. Weil ich brauch Soja auch. Dann machst du Weizen bei mir drauf, weil meine Hühner laufen langsam leer. Alles klar. Brauchst du noch irgendwie Hilfe an deinen Produktionen, was dir irgendwie helfen kann? Weil Sämaschine habe ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt zum Ansehen. Nee, aber du könntest mal zum Metzger fahren. Mhm. Warte mal, muss mal gerade gucken. Ja, zum Metzger und ich gebe denen Bescheid, dass die ein paar Würstchen auslagern. Und die, dass du die dann verkaufst. Ja, kann ich machen. Gut.
Du hast dann jetzt Palettengabel dran, Anhänger dabei. Ja. Dann fährst du rüber und machst du das gleich mal. Ja, mach ich. Warte, ich sag dir noch schnell, wie viel da rumstehen müssten. Ja, 9 Paletten. Okay, mach ich. Gut, dann ab geht's. Attacke. Würstchen für wo? Am besten. Au, au. Guckst du dann, wo der Preis am höchsten ist? Beim Aldi, oder? Ja. Ja? Jo. Gut, dann tschüss. Ja. Ja. Wenn du dort bist, sagst du mir noch, ob da Paletten notwendig sind. Nee, ich fahr auch noch schnell hin. Okay. Gut, bis gleich. Bis gleich. In diese Kiste will ich nicht einsteigen. Gut, ab geht's. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.